Ich wollte Manager bedroht, das will ich mir noch reinziehen, Digga. beweisen, dass Influencer für Geld wirken. Er will nicht kommen, hat er gesagt. Er meinte, morgen geht klar. Okay, geil. Ich alles sagen und deswegen habe ich eine Creme erfunden. Dass die Influencer, die dann Geld bekommen für diese Kampagne, sagen, dass es super funktioniert, kann es aber nicht, denn wir füllen hier keine Anti-Aging-Creme rein. Sondern einfach Wichse, da ist straight up Wichse drin, da ist nur Wichse, wir haben einfach nur Wichse da reingemacht. Sondern dieses Lightgel. Das sieht so glowy aus, es ist super gegen Falten, ne? Und ich muss sagen, dass ich auch mega gehypt bin. Das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil sie auch ihre Follower anflunkert. Die Idee von Hydrohype war natürlich nicht von heute auf morgen geboren. Ich sitze seit einem halben Jahr an diesem Projekt und ursprünglich war es auch die Idee, Leon Mascher zu veräppeln. Der ist der König der Pranks in Deutschland und es wäre eigentlich mal ein cooler Punkt, ihn ranzubekommen. Nein, nein, und Leon nein, hat mich sogar nein. für die Namensfindung bei... Digga, sag mir nicht, dass Leon Mascher drauf reingefallen ist, oder? ...bei PR-Firma inspiriert. Die heißt nämlich Corcovado Promotions. Und Corcovado ist der Berg an... Richtig, der Copacabana. Tanze für dich wie eine Diva. Leute, ich habe eine Zusage bekommen, und zwar von Leon Mascher, der König der Pranks, hat zugesagt. Den hatte ich tatsächlich vor ein paar Monaten schon mal angefragt und damals für Instagram, aber da sind wir nicht zusammengekommen. Dann kam mir jetzt die Idee, ihn einfach mal anzufragen für Snapchat und da haben wir uns auf einen Preis geeinigt. Okay, TJ, ziehen wir es gleich noch rein und Simex. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die Überlegung, was könnte Leon Mascher in seiner Story sagen, dass es witzig wird. Urangestein und so hatten wir jetzt alles schon und es gibt eigentlich noch eine Zutat, die noch nicht genannt wurde. Und zwar Pipi Kaka, ne? Ja. Und zwar das Pipi Kaka Seed Oil. Einfach nur, damit er Pipi Kaka in seiner Story sagt. Und deswegen schicke ich ihm jetzt das alles mal rüber, in der Hoffnung, dass er das nicht merkt. Leons Management wollte dann aber auch noch einen Vertrag aufsetzen. Das ist völlig normal und auch völlig in Ordnung. Deswegen habe ich meinen befreundeten Anwalt mal gefragt, ob der mir so ein Ding aufsetzen kann. Danke, dass du so schnell Zeit genommen hast, um einen Vertrag für mich aufzusetzen. Leons Management wollte ihn ja unbedingt haben, aber meinst du denn, dass ich damit safe bin? Keine Sorgen, Junior. Passt alles. Alles klar, Bro. In dem Vertrag stand dann alles Wichtige drin. Zum Beispiel, dass sich Leon daran hält, was gesagt werden soll, ich ihm Summe X bezahle und ich im Nachhinein auch das Material redaktionell nutzen darf. Sehr chillig. Eigentlich ist der Vertrag unterschrieben und alles ist in trockenen Tüchern, aber jetzt kommt im Nachhinein das Management doch nochmal an und möchte 50% des Geldes vorher haben. Ist nicht unüblich, aber das spricht man eigentlich vorher ab. Aber wir machen es möglich, denn... Ist absolut unüblich. Du machst zuerst Leistung und dann Rechnung. Corcovado Promotions ist die beste Agentur der Welt. Heute ist der Tag gekommen, an dem er das posten soll. Und ich habe so ein bisschen Bammel, dass ich jetzt nichts bekomme am Ende des Tages. Ich muss auch gestehen, dass ich den... Oh! Wenn wir jetzt gerade schon vom Teufel sprechen, habe ich jetzt eine Nachricht bekommen vom Management. Er kann wohl die Geheimzutat nicht aussprechen von der Creme, die ich ihm geschickt habe. Und er fragt, ob ich ihm davon eine Memo schicken kann, wie man das denn ausspricht. Problem ist, ich kann das natürlich jetzt nicht selber machen. Yo, Pascal, kannst du mir mal helfen? Ich wollte doch Leon mal schärfen. Oh nein, Digga, er muss den ja doppelt hops nehmen. Er muss sich ja noch. Kannst du mal so tun, als wenn du der Kunde wärst und mir eine Sprachnachricht schicken, wie man das ausspricht? Denk aber bitte dran, ich heiße Sören Bruns und nicht Marvin Wildhage. Ja, klar, natürlich. Ich wollte gerade eben das Business-Handy weglegen. Da hast du mich noch auf den Sprung erwischt, aber es ist gar kein Problem. Am Ende des Tages muss die Kampagne stehen. Es spricht sich ganz einfach aus: Pipi Kaka Seed Oil. Natürlich. Mach bitte genau so das Wording behalten, weil es ein geschützter Begriff ist. Ey, Pascal, du bist wirklich, wirklich ein Genie. Dass du auch noch sagst, dass das ein patentierter Begriff ist. Mega gut, das leite ich ihm weiter. Pipi Kaka wollte Leon einfach nicht sagen. Und das finde ich auch in Ordnung, wenn ihm das halt unangenehm ist. Da hat er seinen Mann gestanden und ist bei seiner Meinung geblieben. Und dann ging die Story online. So, Freunde. Was passiert im Hintergrund? Jetzt nochmal einen kleinen Tipp für die ganzen Leute, die sagen, ey, wie kann ich meinen Tag perfekt starten? Ja klar, Sport. Aber man darf, ey, viele Leute vernachlässigen das. Creme. Man muss die Haut auch eincremen. Jeden Tag. Und das mache ich in den letzten... Hat er das auf Snapchat gepostet? ...Tagen, jeden Morgen mit der Creme von Hydrohype. Skincare. Sehr erfrischend. Kann ich nur empfehlen. Wirklich, damit startest du den Tag sehr erfrischend. Und was ich nochmal als Insider sagen kann, ist, das Produkt ist 100% Bio, 100% vegan und frei von Tierversuchen. Und rate mal, wer sich nicht ans Briefing gehalten hat. Wieso? Was hat er gefehlt? Na, er hat Hydrohype falsch ausgesprochen, er hat die Creme nicht angewendet und die geheime Zutat Pipi Kaka Seed Oil nicht genannt. Ja, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Ja, so, ja. Freunde, das ist auf jeden Fall die Creme. Die ist so ein bisschen durchsichtig. Das ist die Creme von Skincare. Die benutze ich dann jeden Morgen und ich muss sagen, direkt fresh. Er hat nicht Pipi Kaka gesagt oder Pipi Kaka Seed Oil. Fresh aus. Hat er gerade der Creme schon wieder einen anderen Namen gegeben? Also eben hat er doch gesagt, sie heißt Hydrohype, jetzt heißt sie nur noch Skincare. Dabei heißt sie doch einfach Hydrohype, das weiß doch jedes Kind. Ist so. Also Digga, dem würde ich kein Geld bezahlen. Und jetzt flunkert er auch noch und sagt, dass er die jeden Morgen benutzt. Das glaube ich aber nicht, weil erstmal ist die Creme noch voll und zweitens hat er die noch gar nicht so lange. So Leute, das ist auf jeden Fall mein Tipp. Und wie gesagt nochmal am Ende, Hydrohype ist nur in ausgewählten Biomärkten erhältlich. Deswegen checkt das einfach ab. Geht auf Instagram, checkt es uns Alter, da. Oder swipet Junge, einfach hoch und checkt die Webseite. Junge. Viel Spaß. Und ist was aufgefallen?
Richtig, der Text fehlt schon wieder. Und trotzdem hat das gepostet. Oh, und das meine ich dann auch zum Manager. Und der sagte, es wurde aber vieles gut umgesetzt. Aber das funktioniert ja auch nicht beim Autokauf, wenn da nur vieles gut umgesetzt wurde. Imagine, und das Auto auseinander. Imagine einfach, der hätte jetzt ein echtes Placement gehabt. Das ist ja komplett unzufrieden. Also nicht zufriedenstellend. Also das ist. Das, ja. Schließlich haben wir auch einen Vertrag, wo drin steht, dass wir alles einvernehmlich machen. Aber dann kam der Manager. Lehmann Schöer ist mein Vorbild. Timeout für 9000 Sekunden. Mit einem Kompromiss um die Ecke, dass die halt noch ein Foto nachträglich posten mit dem Text, den wir vorgeben. Und das fand ich eigentlich super. Das Bild habe ich nicht bekommen, aber dafür die Rechnung für die zweite Summe. Die habe ich dann auch sofort bezahlt, weil er ja vieles gut umgesetzt hat und zumindest was gepostet hat. Leons Manager hat mir jetzt nochmal geschrieben, dass er gerne telefonieren würde, um über alles zu sprechen. Das heißt, morgen Nachmittag habe ich ein Telefonat mit ihm, um eine Lösung zu finden. Ich bin mal gespannt, wo das Ganze hinführt. Hi, servus, hi. Und weil ich Telefonate nicht heim... Digga, ich wusste, dass Leons Manager SpongeBob ist. Ich wusste es schon immer. Wenn ich aufzeichnen darf, habe ich das Ganze nachsprechen lassen. Und zwar vom Sprecher von SpongeBob. Ich wollte das Gespräch ehrlich gesagt auch kurz fassen. Ich verstehe langsam, wie das Ganze abläuft und welche Richtung das Ganze nimmt. Oh mein Gott. Mhm. Wir haben mehr gepostet, als es soll. Und da kommen komische Verbesserungen, wo ich mir denke, wohin das Ganze jetzt führen soll. Komisch waren die Sachen eigentlich nicht. Nur das, worauf wir uns vorher einvernehmlich drauf geeinigt haben. So wie es im Vertrag drin stand. Aber umgesetzt wurde es halt nie. Ich finde das krass, dass ihr sagt, ihr zahlt was und dann kommt das Geld nicht an. Wieso kam das Geld nicht an? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Na, ich habe dir ja den Zahlungsbeleg, habe ich dir ja beide Male geschickt. Ja, das ist gut, aber es ist nichts angekommen. Wir sind natürlich auch ganz genervt. Halsmaul. Gib mir 10 Minuten, ja? Ja, nee, nicht jetzt 10 Minuten noch, dann bin ich. Ihr habt eigentlich eine Promo für einen guten Preis bekommen. Was? Ich verstehe. Dicking, lad das safe morgen hoch. Wir ziehen es euch doch Leons Statement rein. Oh, sorry, Daddy. Nicht, was das Ziel jetzt vom Ganzen sein soll. Oh mein Gott, die scammen jetzt den Scammer. Scammer get scammed. Dass ich bezahlt hätte. Und das stimmt nicht, weil die erste Zahlung ging vor der Produktion raus und die zweite direkt nach Alter. Der Veröffentlichung. Dass das natürlich ein paar Tage bei der Bank dauert, ist ja klar. Naja, die grundsätzliche Thematik, die halt für uns und auch für den Kunden... Das ist auch so ungewöhnlich, Rechnungsstellung innerhalb von 3 Tagen, so, zahl jetzt! Schwierig ist, dass ihr das Briefing lange genug vorher hattet und sich am Content daran nicht gehalten wurde. Dann haben wir euch, oder sind wir euch entgegengekommen, indem wir gesagt haben, okay, das Seed Oil, das muss man da jetzt nicht unbedingt nennen, wenn ihnen das schon gut, aber das ist keine Art... Ich glaube langsam, dass ich hier mit Betrügern zu tun habe. Ganz ehrlich, das Gefühl hatte ich da auch gerade. Ich habe wirklich langsam die Schnauze voll. Das wird mir echt zu viel. Dauernd sollen wir irgendwelche Verbesserungen geben. Wir posten viel und dann das Geld. Ich möchte erst mal das Geld haben. Sonst müssen wir uns das Geld selber holen. Junge, was das für ein Manager? Eine Art. Der übelste... Digga, was ist das für ein Manager? What the fuck, Alter? Wen hat der als Manager? Fucking Pablo Escobar. Ich denke, würde jetzt sagen, der bedroht mich. Aber ich glaube, der ist einfach mit seiner Bank unzufrieden, weil das so lange dauert. Am liebsten wäre er direkt nach Berlin gekommen und hätte das Geld abgeholt. In Bar, Kryptowährung, PayPal, ich hätte ihn bei Meckes eingeladen. Und in manchen Ländern kann man sogar mit Muscheln zahlen. Ihr seid... kommt doch aus Berlin, hast du gesagt? Genau. Ja, genau, wie gesagt, wenn wir jetzt nicht langsam Zahlungseingang sehen, dann sind wir quasi gezwungen, uns das Geld selber zu holen. What the fuck? Und wieso ist das wichtig, dass wir da aus Berlin kommen? Ich wollte es ja nur mal sagen. Ich glaube, wir sind in Berlin ganz gut connected. Ihr What könnt the uns vielleicht mal fuck, über Alter? Müller beschäftigen. Und dann habe ich natürlich recherchiert, wer diese Familie Müller sein soll. Und ich habe einfach nichts gefunden. Ist das nicht so ein Meme, dass die immer sagen, so, dass so andere sagen, ich bin arabische Großfamilie und so Deutsche sagen, ja, ich bin Müller-Clan, ich bin Müller-Clan. Die Müllers. Ich hab dann all meine Rap-Kollegen gefragt und keiner kennt diese Familie Müller. Ist ja komisch. Wenn nicht, dann sehen wir uns eben gezwungen, uns das Geld selber zu holen. Verarschen lassen Was? Wir uns nicht. Was? Warum denn Verarsche? Die Verarsche ist schon längst vorbei und Leon hat's gepostet. Ich glaube, die einzige Verarsche ist hier die Bank, weil die so lange braucht. Weil es ist ja nun mal so, dass ihr es so hochgeladen habt, wie es nicht vom Kunden abgenommen war. Und wir haben es dann zigmal angepasst, sind euch da entgegengekommen und dann wird es trotzdem anders gepostet und dann ist man im Nachhinein... Der Name wurde geändert. Ja, ich weiß. But still, also, ja. Nicht mal bereit, sich das anzuhören, was überhaupt das Problem ist. Und uns jetzt zu unterstellen, wir würden das nicht bezahlen, obwohl wir euch einen Zahlungsbeleg haben, finde ich eigentlich, ja, schwierig. Okay, ja, wie gesagt, erklär das bitte, dass das Geld ankommt. Wir lassen uns langsam nicht mehr verarschen.
Habe ich gecheckt. Also sie lassen sich langsam nicht verarschen, okay. Beide Zahlungen sind pünktlich rausgegangen. Was ich aber auch gecheckt habe, ist ihn als Person. Ich habe gelesen, dass er bei einem der größten Medienkonzerne arbeiten soll. Und da habe ich meinen Chef angehauen. Der hat extra im Verzeichnis nachgeguckt und hat keinen mit seinem Namen gefunden. Oh, ich möchte bitte, dass ihr euch um die Zahlung kümmert. Wenn nicht, dann holen wir uns das Geld selber, weil... Ich finde, durch SpongeBob-Stimme ist es deutlich bedrohlicher als durch die Stimme von wem anders. Aber wie, ich verstehe nicht, worauf du hinaus möchtest. Was meinst du denn mit Geld selber holen? Das hört sich ja fast so an, als ob ihr irgendwo irgendjemanden vorbeischicken wollt, der irgendwie gewaltsam Druck ausübt. Nö, das habe ich nicht gesagt. Ich habe dir nur gesagt, wir möchten das Geld haben. Wenn nicht, holen wir uns das Geld selber. Über welchen Namen sollte ich mich nochmal informieren? Informier dich über den Namen Müller. Wie schreibt man das? M-U-L-L-E-R. Müller. Alles klar, werde ich mal recherchieren, werde ich mal durchlesen und kannst du mir Bescheid sagen, wenn das Geld angekommen ist. Alles klar. Schade, dass wir da zu keiner Einigung gekommen sind, aber dann ist das wohl so. Jo, ciao. Tschüss. Man muss aber sagen, du warst gleich nervös in dem Telefonat, oder? Ja, natürlich. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das so eskaliert. Eigentlich bin ich da reingegangen, in der Hoffnung, eine Lösung für alle zu finden. Aber dass das so aggressiv wird und so eskaliert, damit hätte ich nicht gerechnet. Und vor allem, wenn er mir mit Familie Müller droht, da geht mir der Arsch auf Grundeis. Ein paar Stunden nach dem Telefonat habe ich dann aber noch eine Memo von ihm bekommen. Du Sören, ich melde mich nochmal. Ich glaube, da gab es ein paar Unklarheiten. Die erste Zahlung, die haben wir erhalten. Sondern es geht um die zweite Zahlung. Und lass uns bitte die Sache mit der Familie diskret halten, okay? Danke dir. Wir hören uns. Schon ein bisschen schwierig, wenn du einen Manager hast, der in der Öffentlichkeit für dich arbeitet und dann so mit der Tür ins Haus fällt, sollte man sich überlegen, was der richtige Schritt ist. Digga. Das war die Hydrohype-Trilogie. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und als Resümee bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass es natürlich viele Influencer gibt, die für jeden Blödsinn werben und die jede Woche ein neues Lieblingsprodukt haben. Aber auf der anderen Seite gibt es... Mein Lieblingsprodukt sind ja meine eigenen Fußnägel. Ich liebe die. Ich esse die sehr gerne. Würdet ihr die kaufen? Es gibt auch Influencer, die sich mit den Produkten auseinandersetzen und auch mal Nein sagen können, wenn es darum geht, jeden Schrott zu bewerben. Werbung ist nicht immer scheiße und erst recht nicht jeder Influencer. Und wenn dir die Trilogie gefallen hat, dann würde ich mich freuen, meinen Kanal zu abonnieren und Hashtag #HydroHype in die Kommentare zu schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Sag mal, wie viel hast du denn jetzt eigentlich für den ganzen Spaß ausgegeben? Puh, es war schon eine Menge, so ein bisschen mehr als 10.000 Euro. Mein Statement zur Hydro-App. Alles klar, Leon Mascher, erzähl es uns, komm. 15. Statement zur Sache Hydro-Hype, Hydro-Hype, Skincare oder wie auch immer die Scheiße heißt, ist mir auch scheißegal. Aha. Auf jeden Fall, ich war 6 Monate inaktiv, hab keinen Scheiß gemacht, nichts. Einfach komplett ferngehalten von YouTube. Da stand aber eben 21. Januar, war das letztes Jahr? Jetzt kommt so ein Scheiß um die Ecke mit der Leon Mascher, sein Management und so. Digga, die ganze Reaction-Szene reagiert gerade drauf. Ich dachte am ersten Tag, okay, wird lustig. Jetzt wollen die das alle als Skandal ankurbeln. Digga, Leute. War das Januar letztes Jahr oder dieses Jahr? Unge, Monte, wer auch immer reagiert drauf. Trimax und wie sie alle heißen. Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Okay. Ich habe Marvin nicht geschrieben. Aha. Ich habe ihn nicht gedroht. Ich habe damit nichts zu tun. Deswegen braucht ihr mich da nicht mit reinmischen. Aber dieses Jahr kommt ja nicht hin, wenn er 6 Monate inaktiv ist. Weil dieses Jahr, also das wäre ja dann Januar der 21. Und jetzt ist der 24. Mai. Das sind 4 Monate. Und wenn er das ja dann im Januar gepostet hat, den Content, dann sind das ja nicht... 6 Monate. Auf YouTube inaktiv, maybe. Okay, got you. Das ist ein gutes erstes YouTube-Video dann wieder. Ja, ey, da hat er safe recht. So, das war nicht er, sondern sein Management halt, die da Scheiße gebaut haben. Nur, ob man da nicht vielleicht mal überlegt, möchte man nicht da eventuell, also will man mit so einem Management zusammenarbeiten? Das mag ich an der Stelle einfach mal, ne? Wenn ich komplett damit nichts zu tun habe. Deswegen, das ist schon mal ein ganz ekliger Move. Was ich noch sagen will ist, Aaron braucht mir gar nicht schreiben per WhatsApp so, ey, Leon, alles gut, lass mal treffen, lass das mal klären oder irgendwas. Brauchst du nicht, Digga, lass mich einfach fern. Ihr braucht euch nicht auch drüber lustig machen mit Familie Müller und so ein Scheiß, Digga. Klärt das selber mit der Familie Elegno. Ich hab damit nichts zu tun, lass mich damit fern, Digga. Fertig, das ist mein Statement, mehr brauche ich nicht. Okay, das war ein gutes Video. Das war ein sehr gutes Video.